Grüß euch zu einer neuen Folge Servus Wintersport, der Podcast für alle Skifans. Ich bin der Philipp Schörkofer und mein heutiger Gast ist ein sehr spannender, und zwar der Doppel-Olympiasieger aus Vorarlberg, Johannes Strolz. Ja, hi Johannes, schön, dass du da bist, dass du Zeit hast für mich. Wie geht's dir? Servus Schörgi, danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut, als bestens, so wie ich das sage. Es kommt ja bald Weihnachten, Silvester steht vor der Tür, gell? Da ist ja meistens auch die Zeit, wo man das letzte Jahr reflektiert, zurückdenkt, was ist alles passiert. Und jetzt möchte ich, dass du uns ein bisschen mitnimmst auf deine Reise zurück ein Jahr. Wie war das für dich, dein letztes Jahr? War doch sehr, sehr, sehr aufregend für dich. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr viel passiert im letzten Jahr. Wenn ich es auf die letzte Saison ausdehne, natürlich noch mehr. Und ja, es ist ein sehr forderndes Jahr gewesen für mich. Wirklich viele Tage, wo unheimlich kräftezehrend gesehen sind, aber natürlich auch dementsprechend eine große Entlohnung. Und ja, ist sicher ein Jahr, das ich nie vergessen werde in meinem Leben. Du sagst, sehr, sehr großer Aufwand war es auch für dich. Warum war das so? Jeder weiß vielleicht, die haben es aus dem ÖSV-Karl rausgeschmissen. Hast du auf eigene Faust das Ganze machen müssen? Wie war das für dich? Wie anstrengend auch nachher im Endeffekt, bis nachher losgegangen ist zum Laufen? Es ist wirklich sehr anstrengend gewesen. Also, ja, im Frühjahr, wo der Andi Burlacher mich damals angerufen hat, als damaliger Cheftrainer und mir gesagt hat, dass ich nicht mehr in der Mannschaft bin, habe ich einmal eine Zeit gebraucht, wo ich wirklich überlegt habe, was tue ich eigentlich? Soll ich überhaupt noch weitermachen? Soll ich mir das Ganze noch antun? Weil es ist, muss ich dir nichts erzählen, es ist nicht immer ganz lustig, obwohl es das Schönste ist, Skirennläufer zu sehen, aber es ist nicht immer lustig und man hat wirklich viel harte Tage. Und ich bin ja doch schon Ende 20 gesehen. Und dann habe ich halt auch schon weiter überlegt an Familie, an meine Zukunft. Ich habe mir gedacht, ich möchte nicht irgendwann meinem Kind einmal sagen müssen, du, ich kann dich jetzt nicht nach Stams schicken oder ich kann dich nicht Skifahren lassen oder Tennis spielen oder was auch immer, weil ich selbst für mich zu viel Geld gebraucht habe. Oder? Und habe dann da schon viel Gedanken gehabt und das ist einmal schon eine anstrengende Phase gewesen, muss ich sagen, die ganze Hin- und Her-Überlegerei. Es ist dann aber für mich relativ schnell klar gewesen, okay, ich möchte es auf jeden Fall nochmal probieren. Und dann habe ich im Sommer, dass ich ein bisschen Geld für die Vorbereitung auf die Seite bringe, habe ich neben dem Konditionstraining Dienst gemacht bei der Polizei in Dornbirn. Und das sind schon anstrengende Tage gewesen. Also ich habe ein klassischer Dienst ist von 7 bis 19 Uhr. Und dann ist schon viel Zeit weg vom Tag. Dort habe ich noch nicht trainiert und noch nicht gegessen und gar nichts. Und danach, nach dem Dienst, essen und danach das ganze Konditraining, das ist schon auf Dauer sehr, sehr anstrengend gewesen. Und auch danach die ganze Präparation von der Ski zum Training dazu, das sind sehr kräftezehrende Tage gewesen. Aber warum, was war nachher da die ganzen Zweifel? Man hat ja viel Zweifel als Sportler, hast du auch gehabt und das letzte Jahr. Wann ist dann der Entschluss dann gefallen, weil du gesagt hast, es war dann schnell klar, dass du weiter tust. Was war dann der Entschluss? Hast du immer für dich innerlich gespürt, ich kann das schaffen, ich kann gewinnen, ich kann deine Ziele erreichen? War das dann für dich einfach der Zeitpunkt, ich schaffe das und dann hast du es durchgezogen? Erstens habe ich mir gedacht, okay, ich darf oder ich möchte nicht in ein paar Jahren da stehen und dann irgendwie das Gefühl haben, ach, hätte ich es doch probiert. Also das habe ich vermeiden wollen, dass ich irgendwann die Entscheidung zum Aufhören bereue, zum zu früher Aufhören. Und was ich immer das Gefühl hatte, ich habe immer irgendwie in mir drinnen das Gefühl gehabt, okay, das ist nicht alles, was ich bis jetzt gezeigt habe. Ich kann einfach mehr. Oder? Ich meine, dass ich natürlich mit den drei Medaillen von Peking heimkomme, das ist ja nicht planbar wahrscheinlich. Ist erstens nicht planbar, hätte ich mir auch nie gedacht, abgesehen von dem. Aber ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich alles richtig mache und wenn ich wirklich das umsetze, was in mir steckt, dann kann ich mit der Beste auf der Welt einfach mitheben. Und das hat sich dann Gott sei Dank auch so ausgestellt.
War das dann auch so für dich, dass du sagst, jetzt probiere ich es noch einmal so auf eigene Faust und wenn es dann nicht geht, dann kannst du für dich sagen, ja, ich habe es probiert und es ist dann nicht gegangen. War das so das Gefühl, oder, dass du dann sagst, hoffentlich habe ich alles probiert, falls du ein Jahr zu früh aufhörst? Ja, also das ist sicher, ja. Und war das dann für dich auch, du bist mit 2013 bis zum ersten Weltcuprennen gefahren und es hat ja dann da, bist du jetzt 29 geworden bist, jetzt bist du schon 30, dauert, bis du dann richtig erfolgreich geworden bist. Ja, ist das dann einfach, wie soll ich sagen, das, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ja, du hast immer dran geglaubt, aber ist dann auch das leichter gegangen für dich, dass du sagst, jetzt mache ich alles selber, war das dann auch weniger Druck für dich, einmal weg vom ÖSV, die alles selber organisieren und wenn es dann geht, geht es und sonst ist es auch wurscht, war das dann auch leichter für dich vom Kopf dann, dein Potenzial richtig auszuschöpfen, deinen Weg selber zu planen, wo fahre ich hin, trainieren, das? Es ist eigentlich richtig, was du da angesprochen hast, es hat sehr viele Vorteile. Bei allen Nachteilen, die du hast, wenn du komplett auf dich allein gestellt bist, bringt es auch sehr viele Vorteile mit. Unter anderem habe ich wirklich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich bin für mich selber verantwortlich. Und ich muss mich auch irgendwie nicht rechtfertigen. Das habe ich davor auch nicht müssen, aber irgendwie... Da fährst du mehr für dich selber? Du fährst nur noch für dich selber, weil du... Das ist das eigene Geld, das da eingesteckt wird. Das ist nicht das Geld von einem Sponsor oder von einem Verband oder irgendetwas, sondern das ist das, was auf meinem Konto gesehen ist. Oder? Und ich habe auch keinen Trainer gehabt, der buckelt hat für mich wie ein Wahnsinniger, keinen Service machen. Das habe ich alles selber gemacht. Oder? Und mir hat es dann auch teilweise für meine Betreuer leid, wenn ich einfach unter meine Trainingsleistungen im Wettkampf gefahren bin, oder? Du willst ja den Leuten auch nicht etwas zurückgeben. Und da habe ich das erste Mal wirklich auch das Gefühl gehabt, wenn ich einmal gemerkt habe, okay, jetzt bin ich vom Training her am Limit, jetzt muss ich ein bisschen Pause machen. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, wenn ich jetzt 3 Tage nicht trainiere, dann kann das jedem komplett wurscht sein. Weil ich bin der Einzige, vor dem ich mich verantworten muss jetzt, oder? Das hätte ich davor auch können, aber für mich in mir drin ist das irgendwie nicht so. Aber das ist ja oft beim Skifahren, es ist ja ein Einzelsport, wie du gerade das beschreibst, aber in Wahrheit wird es in der Mannschaft ausgeführt. Und ich glaube, es ist oft das generell, dass das Athletenhemd das System verbannt dann auch, was du auch gerade sagst, weil du fährst ja immer eigentlich für dich selber, wie du sagst, aber man muss sich dann irgendwie rechtfertigen für die Betreuer und bla bla bla. Und so fährst du jetzt richtig nur für dich oder bist für dich gefahren, ich hoffe, du tust es weiter so. Aber das ist dann schon ein bisschen was an Hemd oft, oder? Der ganze Apparat da rundherum. Weißt ja, du immer, ja, ich weiß, was du meinst. Bei allen Möglichkeiten, die man vom Verband kriegt, die wirklich sehr, sehr gut sind, bringt das Ganze auch eine Kehrseite mit. Und das ist nicht immer, also für mich jetzt nicht immer leicht gewesen, zum das richtig umsetzen, sage ich mal. Und was in Österreich halt ein Nachteil ist, wir haben viele gute Läufer. Und in meiner Situation ist es halt so gesehen, ich habe mich in der Weltcup-Mannschaft etablieren müssen und durchsetzen müssen. Und das ist speziell im Slalom-Team ist das nicht immer ganz einfach gesehen, oder? Weil wir haben quasi die Einser-Mannschaft gehabt, Blecki, Manu, Michi und so weiter und so fort, oder? Und unsere Mannschaft mit Raschi, mit Thomas Hettecker damals und mit dem Fabio Gstrein, der ist auch bei mir in der Mannschaft gesehen. Wir sind so quasi aus der zweiten Reihe gekommen und haben aber natürlich mit ihnen mitheben müssen. Und keine Frage, das geht jedem mal so, wenn er aus dem Europacup kommt. Aber wir haben dann halt auch einfach Jahr für Jahr Quali fahren müssen. Und das ist auch letztes Jahr so gesehen, dass ich trainiert habe und es ist komplett wurscht gesehen, ob ich im Training 2 Sekunden hinter gesehen bin oder nicht. Und das ist davor halt schon immer so ein Thema gewesen, wo ich im Kopf gehabt, okay, ich muss im Training schon zeigen, dass ich den Startplatz verliere. Auch wenn es denn eine Quali gibt, aber man steht irgendwie trotzdem unter Beobachtung. Und das ist auch ein Nachteil, sage ich mal, der Verband mitbringt mit so vielen starken Athleten. Und wie viel lernt man dann auch aus so einer Vorbereitung, was du das letzte Jahr gehabt hast? Selber Ski herrichten, selber Trainings organisieren, mit wem trainiere ich, wo trainiere ich, dass du einen Vergleich hast. Du musst dich dann parat sein, du hast dich dann Quali fahren müssen, dass du wieder in die Mannschaft kommst. Das war ja auch, ist ja ein riesen, eigentlich viel mehr Druck. Da geht es nämlich immer ums Überleben dann.
Mhm. Und vorher bist du im System so, aber da ist es dann richtig so, da ist dann der Tag gekommen, Quali für Val d'Isère, erstes Rennen. Und wenn ich das schaffe, bin ich dabei und sonst kannst du es lassen. Ja. Also wie viel lernt man da? Was lernt man da? Was ich vor allem gelernt habe, dass ich mich wirklich auf mein eigenes Gefühl verlasse. Also das ist die größte Lehre, die ich aus dem Ganzen gezogen habe. Ich habe davor schon, wenn ich gute Rennen und gute Saisonen gehabt habe, im Europacup vor allem, dann habe ich eigentlich immer das da, was mir mein eigenes Gefühl gesagt hat. Bei allen guten Leuten um einen herum, die einem gute Ratschläge geben, habe ich immer schlussendlich so entschieden, wie ich das Gefühl hatte, es ist das Richtige. Und das habe ich letztes Jahr noch einmal einfach ja, 1:1 bestätigt gekriegt, dass das einfach immer das Richtige ist für einen Athlet. Wenn er nach seinem eigenen Gefühl entscheidet, dann passt es. Es ist jetzt vielleicht nicht immer so, dass dann gleich das Ergebnis dazu kommt, aber der Weg, der stimmt einfach. Und das Gefühl, das hat mich wirklich, ja, das hat mich noch nie getäuscht. Und das ist, glaube ich, eine große Lehre aus dem Ganzen. Es ist ja so, wenn man in einem Verband ist, dann muss man sich das, dass man sein Gefühl auch ein Trainer sagen kann, das muss man sich auch arbeiten. Ja. Wenn du jetzt sagst, du bist halb mir, du möchtest morgen nicht trainieren, musst du ein gewisses Standing haben, dass der Trainer dann sagt, ah, ja passt, morgen fährst du nicht. Und wenn du die Erfolge noch nicht gehabt hast, dann sagt er, nein, du fährst morgen trotzdem. Und das hast du in der Vorbereitung auch wahrscheinlich dann gelernt für dich. Und jetzt kannst du es natürlich sagen, jetzt bist du wieder in den Apparat und musst aber jetzt trotzdem die ganzen Tugenden vom letzten Jahr wieder trotzdem beibehalten, oder? Mhm. Aber jetzt geht es vielleicht auch leichter, weißt bist jetzt Black sagt, du warst vorher auch wer, aber jetzt bist halt, hast du Erfolge gehabt und die braucht man ja, dass man dann auch was sagen darf, oder? Ist das so? Ja, in vielen Themen schon. Also ich muss sagen, ich habe schon vor der Saison mit der Trainer wirklich ein gutes Verhältnis gehabt und sie haben da auch so Entscheidungen von mir akzeptiert und auch ernst genommen. Also da könnte ich jetzt nichts sagen. Und es ist bei mir generell eher immer so gewesen, dass man mich ein bisschen bremsen hat müssen, weil ich gerne ein bisschen zu viel tue, es wird zu wenig. Von dem her habe ich jetzt, wenn ich mal gesagt habe, ich mache Pause, ist es eigentlich nie ein Thema gewesen, sondern meistens sind sie dann sogar froh gewesen. Aber es ist mit vielen anderen Themen, wie du siehst, man braucht ein gewisses Standing, dass man auch gehört wird. Genau, und wenn du vorher, wie du gesagt hast, Vorbereitung, alles für die Erlernung, bist ja du für die, dann kannst du sagen, morgen tue ich das, übermorgen tue ich das. Ja. Und das muss man sich dann schon erarbeiten in einem Verband, wie du sagst. Es ist so. Und ich finde es aber auch richtig, weil bis in so einem großen Verband kann nicht jeder einfach tun, wie er will, oder? Und das Einfachste und auch das Fairste im Endeffekt ist das, wenn man das Ganze ein bisschen nach sportlicher Leistung abstuft, weil es dann keine Diskussion gibt. Das ist für jeden klar, okay, wenn ich Leistung bringe, dann habe ich auch mehr Möglichkeiten. Und dann hat das jeder selber in der Hand und kann sich selber erarbeiten, sage ich mal. Weil sonst ist ja dann teilweise irgendwie eine Sympathie oder Willkür. Weil wieso soll der eine denn zumal andere Möglichkeiten haben, obwohl er die gleiche Leistung bringt? Nein, am Ende musst du schnell fahren. Genau, sonst um das geht es, ja. Was war dann letztes Jahr für dich, was war das Erlebnis dann für dich, dass du jetzt echt, weil es braucht ja immer als Sportler dann echt einen Lauf oder ein Ergebnis, dass man sich denkt, boah, ich kann das echt schaffen. Man hat ja Ziele und so, aber irgendwann muss man irgendwas am Zettel haben, dass man sagt, ich schaffe das echt. Es ist ja das nächste Rennen auch ganz interessant für dich. Madonna, bist letztes Jahr auch gewaltig vorne im ersten Durchgang, öfter warst du da und dann bist du im zweiten Durchgang ausgeschieden. Mhm. Und dann, das weiß ich noch genau, ich hab da dazugeschaut und dachte, jetzt hat der eh nur so wenig Chancen und jetzt fällt er da aus. War das Aha-Erlebnis, dass du sagst, im ersten Durchgang, ich bin voll dabei, oder war das dann Adelboden, wo es dann wo dann das große Erlebnis gekommen ist, das erste große. Was war das Aha-Erlebnis für dich? Also das richtig große Aha-Erlebnis ist natürlich Adelboden gesehen, aber Madonna ist unheimlich wichtig gesehen für mich in der Saison und das ist wirklich der schwerste Tag in meiner ganzen Karriere gesehen bis dorthin. Weil ich, wie du gesagt hast, ich bin super gelegen nach dem ersten Durchgang und habe eh schon eigentlich sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten gehabt, begrenzte Chancen, ich muss jetzt einfach bei der nächsten Rennen etwas liefern, weil sonst
ist es vorbei, oder? Und dann liege ich im ersten Durchgang gut. Es ist eigentlich alles angerichtet, um ein gutes Ergebnis zu machen. Der Hang taugt mir, das Material ist super gewesen. Ich habe mich gut gefühlt, ich wusste, ich fahre gut Ski. Bin auch im Kopf, vor dem zweiten Durchgang, für mich ist klar, okay, Attacke, jetzt noch einmal Vollgas und ich orientiere mich nach vorne, oder? Und dann fahre ich auf den ersten Übergang hin und ich bin auch gut ins Rennen gestartet, habe einen guten Zug am Ski, fahre auf den ersten Übergang hin und habe eingefädelt. Und dann bist du halt ja, von 100 auf 0. Und ich weiß noch, wie ich dann nachher am Parkplatz auf den Moma gewartet habe, mit dem bin ich heimgefahren. Und dann bin ich da in dem Dunkeln gestanden und habe mir gedacht, ja, ich bringe es einfach nicht hin. Ich habe schon so viele Chancen gehabt, jetzt, wo ich gute Positionen hatte, wo ich gute Ausgangslagen hatte und jedes Mal verhaue ich es wieder. Oder? Wir haben eigentlich mit dem schon ein bisschen mich angefreundet, dass das halt ja, mein sportliches Schicksal ist. Dass ich zwar ganz gut bin, aber dass ich im Endeffekt zu wenig bringe, dass ich es fertig fahre. Und das ist mir wirklich nicht gut gegangen, muss ich ehrlich zugeben. War das auch dann für dich nach dem Rennen so ein Gefühl, jetzt, vielleicht weißt du es jetzt, darfst du gar nicht mehr fahren beim nächsten Rennen? Das Gefühl habe ich dann eigentlich, das habe ich zuerst gehabt, eins dann aber relativ schnell verloren, weil ich auch gemerkt habe, dass die Trainer wirklich sehr zufrieden gewesen sind mit der Leistung im ersten Durchgang vor allem, weil die auch gesehen haben, okay, der hat attackiert im zweiten, oder? Und sie haben mir dort ja sogar angeboten, dass ich vom Poolservice mal wieder mitbetreut werde. Und durch das habe ich dann eigentlich gemerkt, okay, passt, ich habe nochmal sicher beim nächsten Rennen, wenn nicht bei den nächsten zwei, habe ich nochmal eine Möglichkeit, zum an Start zu gehen. Aber der Tag in Madonna, der hat mir brutal wehtun. Und das ist aber wichtig gewesen für Adelboden, weil dort ist eigentlich eine ähnliche Ausgangssituation gewesen. Wieder super erster Durchgang, eigentlich alles angerichtet. Und dann habe ich mir einfach geschworen, dass mir so etwas wie in Madonna nie wieder passiert. Einmal, das hast du in Adelboden gedacht? Das habe ich mir in Adelboden gedacht. Ich habe mir gedacht... Also hast du eigentlich an einen Ausfall gedacht? Ja. Das ist auch witzig. Ja, ist eigentlich witzig, ja. Aber ich habe jetzt nicht im negativen Sinne an den Ausfall gedacht, weil ich habe den Ausfall nach Madonna habe ich für mich selber ganz klar analysiert. Es ist ein Konzentrationsfehler gewesen. Auf den Übergang ist man relativ schnell hingekommen. Und der ist halt wichtig gewesen, dass man das in den nächsten Streckenabschnitt einfach das Tempo voll mitnimmt. Mhm. Ich habe bei dem Schwung schnell fertig gesehen, dass ich da die nächsten Tore gleich wieder attackieren kann. Und genau das ist das Thema gewesen, oder? Ich habe mir gedacht, so, und den fahrst du jetzt einfach exakt und perfekt. Und das hat aber in dem Moment im Kopf nichts verloren, darum habe ich auch eingefädelt. Oder? Und dann habe ich mir geschworen, in Adelboden passiert mir so ein depperter Konzentrationsfehler sicher nicht mehr. Und habe dann das dementsprechend im zweiten Durchgang Gott sei Dank durchziehen können. Das war schon Wahnsinn, ja, dann gewinnst du das Derby, ha? Ja. Ist ja nicht irgendein Slalom, weil vor allem wahrscheinlich viel schwerer wie Madonna. Hätte so rein zum Ausfallen auch viel mehr Möglichkeiten. Ja. Es ist schon unglaublich eigentlich. Der Zielhang ist halt sehr, sehr schwer in Adelboden und ja, im Slalom, ich meine, wie in allen Disziplinen, du musst so viel riskieren, oder? Und dann geht es da auf und ja, das ist verrückt gewesen. Also dort, nach dem Rennen habe ich mir dann nur so gedacht, also wenn das der Höhepunkt meiner Karriere gewesen ist, dann... War das dann auch für dich so das Gefühl, boah, jetzt habe ich es gewonnen, jetzt geht es erst los, oder war es für dich auch so befreiend, boah, jetzt habe ich es endlich einmal geschafft, so, wenn es jetzt aus gewesen war, hätte es für dich auch passt? Wenn es jetzt, sagen wir, nichts mehr gewonnen hätte nach dem Rennen? Ja, also ich habe mir mal so gedacht, also wenn das das Highlight gewesen ist, dann sage ich, passt, danke. Ich bin wunderbar zufrieden. Hast du dir es vor allem bewiesen? Dir selber? Ja. Nur dir? Es geht ja, um genau. Ja. Ich meine natürlich, nach außen hin
bist natürlich froh und auch stolz, dass du quasi der ganzen Welt gezeigt hast, okay, ich kann es wirklich. Ich habe das nicht nur irgendwie mir eingebildet oder haben wir das schön geredet oder irgendetwas, sondern ich habe es wirklich gezeigt. Und der Tag, der ist einfach. Das ist einfach alles perfekt gewesen für mich. Ich weiß nicht, im ersten Durchgang habe ich schon gemerkt, okay, der Manu und der Ötzi führen. Ich sehe quasi Ötzi, der Fabio Gstrein. Ja, sehr toller, ja. Bei uns in der Mannschaft liebevoll Ötzi genannt. Ja. Mit denen bin ich im Training super mitgefahren davor. Dann habe ich schon gesehen, okay, ein paar Nummern vor mir, es wird auf einmal hell. Davor hat es geschneit. Dann denke ich mir, ja, also mehr auf dem Silbertablett präsentiert, kriegst du es jetzt einfach nicht mehr. Und dann habe ich die Ausgangssituation gut nutzen können im ersten und im zweiten Durchgang. Dann Gott sei Dank mit der Lehre aus Madonna den zweiten Lauf so gut fahren können. Dann habe ich immer Pandemie, Winter, ein Publikum gehabt bei meinem Weltcupsieg. Ja, das hast du super ausgesucht, finde ich auch. In Adelboden, in dem Zielstadion, bei dem Rennen. Ja, besser geht's nicht. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, ganz ehrlich. Ja, vielleicht, wenn es noch daheim gewesen wäre, wenn es in Österreich gewesen wäre, aber gut, ich nehme es so auch. Also, ich hätte es mir nicht besser ausmalen können. Hat dir das dann auch die Lockerheit dann gegeben für die nächsten Aufgaben, was dann gekommen sind? Die Befreiung einfach, der Sieg für die, so auf die Art, was wollt ihr jetzt alle? Jetzt habe ich es euch gezeigt und jetzt, oder wie war das? Ja, zuerst einmal, die ersten paar Tage ist es in mir drin irgendwie brutal drunter und drüber gegangen. Ich weiß noch, wo ich heimgekommen bin von Adelboden. Die Nacht habe ich fast nichts geschlafen. Ich bin im Bett gelegen, bin eigentlich hundskaputt gesehen. Aber ich habe so eine Unruhe in mir drin. Mir sind die ganze Zeit die Bilder durch den Kopf geschossen, wie ich durchs Ziel bin und wie ich dann umeinander geschreit habe. So quasi. War es eher ein Traum, oder wie? So auf ja. Die Art, hoffentlich wache ich jetzt nicht auf und ich habe es nicht als Traum. Ja, so ungefähr, ja. Und auch der Tag danach, da sind dann gleich ziemlich große Entscheidungen angestanden, eben mit der Europacup-Abfahrt in Darvis, dass ich eben startberechtigt wäre in Peking bei der Kombi und so weiter und so fort. Und das hast du dann gemacht, oder? Das habe ich dann gemacht, Gott sei Dank. Da haben mich dann ein paar Leute dazu überredet, weil da hätte ich auch zuerst nachgesagt. Also wolltest du gar nicht zuerst? Hast du doch Kombi? Nein, ich habe mir gedacht, okay, ich fahre jetzt von Adelboden heim, tue mal zwei, drei Tage mich ausruhen, dass ich mal das Ganze ein bisschen sitzen lasse und dann bereite ich mich in Ruhe auf Wengen vor. Ja, weil es ist ja noch Wochen hin, es sind ja nur sieben Tage. Richtig, und dazwischen bist du dann Abfahrt fahren gegangen. Genau. Und dann ruft mich am nächsten Tag der Andi auch, der Burlacher, und sagt, du, wir müssen reden. Peking ist jetzt natürlich ein Riesenthema durch den Sieg und Kombi, oder? Und sage ich, ja, super. Ja, aber dass du bei der Kombi starten darfst, brauchst du Abfahrtspunkte. Dann sage ich, ja, ich habe ja irgendwelche Abfahrtspunkte, die werden jetzt nicht gut sein, aber ich habe ja, von früher noch. Ja, aber die müssen, ich weiß nicht mehr, frag mich nicht, ein halbes Jahr oder zwei, drei Jahre davor gemacht war, dass ich vor Peking. Mhm. Und das habe ich nicht gehabt. Dann sagt dazu mal, die einzige Möglichkeit wäre jetzt noch in Darvis bei der Europacup-Abfahrt. Dann sage ich, Andi, das der Blase jetzt nicht, oder? Ich habe mich nicht einmal erinnern können, wenn ich das letzte Mal genau, in Wengen bei der Weltcup-Kombi also zwei Jahre davor bin ich das letzte Mal auf der Abfahrtski gestanden. Nicht einmal Riesentaler trainiert habe ich in der Saison, oder? Ich bin nur auf der Slalom-Ski gestanden. Dann hätte ich an dem Tag noch nach Italien fahren sollen und am nächsten Tag auf der Abfahrtstraining fahren. Und dann habe ich gesagt, das muss ich mir jetzt gut überlegen, oder? Weil, wenn das schief geht, landest du im Netz, tust du weh und dann siehst du gar kein Peking, oder? Dann haben dann auch lang hin und her telefoniert, auch mit Leuten, wo ich ein bisschen eine Meinung mehr einholen wollte. Und wer waren die Leute? Ja, in erster Linie mal der Papa, oder? Mit dem Papa habe ich geredet. Ja, das Kombi-Thema wäre der Tod und spannend gewesen sein. Richtig. Also der Papa hat gesagt, ja, es sind beide Überlegungen natürlich eine Berechtigung, aber er hat es gut finden, weil er gesagt hat, er schätzt mich einfach als einen von der Stärksten. Ich bin eine Kombi, weil ich halt
Ja, du hast ja früher auch schon mal, du hast den gesamten Europacup gewonnen, das heißt, du bist Speed gefahren früher, also hast du das schon mal da. Ja. Von dem her war das ja dann schlau. Eben. Darum ist eigentlich die Überlegung auch schon so schwer gefallen, oder? Weil wenn es jetzt nur ein Rennen gesehen wäre, wo du mit einem Ausreißer eine Medaille da machst, dann musst du es eh gut abwägen. Aber ich habe für mich selber auch gedacht, ja okay, es, auch wenn ich jetzt nicht viel abvertrainiert habe, aber wenn alles passt, dann sag niemals nie, oder? Dann habe ich mit dem Rainer Salzgräber darüber geredet, mit dem Andi natürlich, mit dem Burlacher, mit Marco Pfeiffer, mit Martin Kreuzleitner, mit dem Momo, also mit dem Robert Füss, das ist auch einer der Trainer. Der Martin Sprenger habe ich dann auch noch angegriffen, er ist ein Trainer aus der Speed-Mannschaft, zu dem ich einen sehr guten Draht habe. Und ja, im Endeffekt bin ich nach den ganzen Gesprächen auch nicht wirklich schlauer gewesen, weil die einen haben das gesagt, die anderen das, oder? Im Endeffekt habe ich dann irgendein Andi sogar zuerst gesagt, nein, Andi, das tue ich nicht, das geht nicht. Das ist zu viel vom Guten. Ich kann nicht jetzt den ganzen Slalom Jänner durchboxen mit selber Skirichter. Mhm. Und dann noch, ich habe nicht einmal Abfahrtski gehabt, nichts. Oder? Dann sage ich, das ist mir zu viel vom Guten. Dann sagt er, ja, wieso? Dann sage ich, ja, ich habe einfach das Gefühl, jetzt habe ich gestern mit Adelboden einen riesen schwerer Rucksack einmal weggeworfen und jetzt täte ich mir wieder gleich einen schweren Anzieher, oder? Mhm. Und dann sagte er so zu mir, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du da jetzt einknickst. Und das habe ich komplett in den falschen Hals gekriegt. Und ich gesagt, was? Was ich knicke? Ich habe das so verstanden, also quasi, ich traue mir das jetzt nicht zu und so quasi die. Und dann bin ich echt. Bin ich ziemlich laut geworden am Telefon und sage, jetzt habe ich gestern ein Weltcuprennen gewonnen und jetzt willst du mir du schon wieder sagen, dass ich ein Schwitzer bin oder was? Nein, Strolzi, alles gut. Aber da hat er dich gelacht, scheinbar. Ja, schon, ja. Also dort hat er mich ziemlich zwickt. Aber er hat es nicht so gemeint, wie sie aufgefasst haben. Oder? Ja. Er hat gesagt, das bringt jetzt nichts für mich, da weiterreden, wir telefonieren in 10 Minuten nochmal. Aufgelegt, 10 Minuten später nochmal geredet, ganz in Ruhe. Und dann hat man sich auf das geeinigt, dass ich erst zum zweiten Abfahrtstraining hinfahre, auf Darvis. Und dass ich jetzt einmal nur die Europacup-Abfahrt gefahren werde, dass ich startberechtigt wäre in Peking. Und das hat dann eh ganz gut gepasst. Also hat da die Mission Olympia, um dann zu Olympia zu kommen, hat eigentlich dann in Darvis nach Adelboden angefangen. Ja, genau. Und das ist eher heiße Mission war da, weil die Europacup-Abfahrt ist eigentlich für so eine Aktion bestens geeignet. Es ist eine schöne Strecke, wo jetzt keine Kurven sind, die mordsmäßig schwer sind. Es ist zwar das Tempo relativ hoch über die ganze Strecke, aber auch die ganzen Sprünge sind schön, wo man sich gut vorbereiten kann. Und die Piste ist immer super Zustand gesehen. Und ich bin dann das erste Training gefahren und alles wunderbar. Und beim Rennen selber dann, Entschuldigung, beim Rennen selber ist das so unruhig geworden und schlagig. Also das hat sich auf einmal verändert mit der Piste. Es ist verrückt gewesen. Ich habe ziemlich die letzte Nummer gehabt. Also ich glaube, es sind noch 5-6 Läufer nach mir gefahren. Und ich habe da auf meinen Start gewartet und es ist einfach dreimal der Acker. Vom Starter weg, der Hubschrauber ist gekommen, weil es einen so zerlegt hat und. Oder? Und der Blecki ist ja in derselben Situation gesehen und hat der eine bessere Nummer gehabt. Den habe ich nach seinem Lauf noch im Ziel getroffen. Da hast du gemerkt, der Blecki's Reaktion, das ist bei dem schon so schwer gewesen, von der Piste her, so unruhig und schlagig. Der ist total, also du hast gemerkt, der ist froh, dass er gesund im Ziel ist. Oder? Und der Blecki ist normal einer, der. Ja, den bringt jetzt normal nicht so schnell etwas aus der Ruhe. Ja. Der reagiert eigentlich immer ziemlich gelassen. Gleichbleibend. Ja, genau. Ja. Da gibt es nicht große Ausreißer, aber da habe ich gemerkt, boah, das ist jetzt sogar für den Blecki irgendwie eine Challenge gesehen. Und dann sagt er nur so zu mir, ja, viel Glück und gibt mir so einen Fistpump. Und ich bin dann mit der Gondel an den Start rauf.
Und dann fahrst du mit der Gondel immer über die Strecke und dann sehe ich schon, da liegen Ski auf der Strecke und stecken. Dann hat es wieder ein volles Rohr zerlegt. Dann denke ich mir, was tue ich da jetzt? Oder? Und ist dann ziemlich ein wilder Ritt gesehen. Wir haben dann mit der Trainer einen guten Plan gemacht, wie die einzelnen Kurven fahren. Das ist gut ausgegangen. Aber da hat man dann wieder gesehen, wie schnell so etwas in die Hose gehen kann. Oder? Das hätte leicht sehen können, dass ich da im Akia gelandet wäre. Ja, und dann ist das Olympia-Thema, dann, wenn du dann nach Peking gekommen bist, dann ist der Tag gekommen auf Kombi, ist am Programm gestanden. Trainings sind ja gut gelaufen, schon bei der Abfahrt da. Mhm. Hast du dann schon in der Früh irgendwie gemerkt, heute ist irgendwas anders, heute kommt was gehen an dem Tag? Ich habe es mir am Vortag gedacht, wo ich noch die Videos studiert habe vor der Abfahrtstrainings. Habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, wenn ich wirklich eine Abfahrt fahre, wo ich das Herz in die Hand nehme und etwas riskiere, dann könnte ich mir echt eine gute Ausgangslage schaffen, weil ich mich von Anfang an eigentlich gut gefühlt habe auf der Abfahrt. Und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ja, also morgen könnte wirklich ein riesengroßer Tag werden für mich. Und der Kombi-Tag selber ist dann brutal anstrengend gewesen. Ich habe mich den ganzen Tag wirklich super gefühlt, aber speziell nach der Abfahrt, also vor der Abfahrt ist es schon so gewesen, dass ich halt wirklich mich unheimlich zusammenreißen haben müssen, dass ich wirklich fokussiert blieb auf das, was zum Tun ist. Die einzelnen Passagen, wie ich sie zum Fahren habe, weil es sind teilweise Sachen gesehen, die mir eigentlich gar nicht so entgegenkommen, speziell im oberen Teil die Kurve, die man so nach am Netz ansetzen hat müssen, da hat man unheimlich viel Geduld gebraucht. Mhm. Und alles, wo man viel Geduld braucht mit Skifahren, ist etwas, wo ich mir eher schwer tue. Und da habe ich gewusst, die Kurve darf ich einfach nicht zu früh ansetzen, da brauche ich einfach Geduld ohne Ende. Und das hat mir irgendwie viel Energie und Kraft gekostet, mich auf das permanent zu konzentrieren und da der Kopf bei der Sache. Und dann nach der Abfahrt habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist einfach eine ideale Ausgangslage, oder? Und dann habe ich die Goldmedaille die ganze Zeit so vor dem Gesicht gefühlt. Also wie war das dann? Haben die dann auch viel dazwischen dann immer angeredet, im Vergleich zu deinem Papa, der hat vor 34 Jahren die gleiche Medaille gewonnen, oder auch noch nie, das hat es ja noch nie gegeben in der olympischen Geschichte, dann ist die Chance da für die, haben die da für die Medien auch viel belagert um das Thema, oder ist das halbwegs gegangen? Das ist eigentlich sehr gut gegangen, da hat der Markus Eichner eigentlich sehr viel abgeschirmt, das ist unser Medienbetreuer gesehen damals. Mhm. Und der hat das wirklich gut gemacht, er hat geschaut, dass man mich da so gut wie es geht in Ruhe lässt. Mhm. Klar, ein paar Fragen musst du natürlich beantworten. Aber das ist jetzt für mich auch gar nicht so das große Thema gewesen, weil ich dann genau gewusst habe, was im Spiel steht und was möglich wäre. Und das ist dann aber eben die große Herausforderung gewesen, dass ich mich dann auf meine Aufgabe konzentrieren kann. Weil ich dann gewusst habe, ich muss im Slalom attackieren und darf aber jetzt auch nicht überziehen, weil dann halt schnell weg bist. Oder? Und das Mittelmaß finden, das ist nicht so einfach gesehen und den Fokus heben. Also das hat schon viel Energie gekostet. Und dann hast du es aber sehr, sehr gut umgesetzt. Ja. Dann winkst du das Derby. Ja. Wie war das? Ja, unfassbar. Ich habe dann eh, die was gesehen haben, haben dann eh gesehen, dass ich wieder Rotz und Wasser blärt habe, so wie in Adelboden. Ich habe dann einfach viel speziell an Papa denken müssen, weil ich mir gerade in dem Sommer, wo ich mich allein vorbereitet habe, wo ich alles da selber gemacht habe, habe ich schon auch viel über das Karriereende nachgedacht natürlich. Und ich habe mir nur gedacht, wenn es jetzt dann im Dezember, wenn ich die Quali nicht schaffe für das erste Weltcuprennen, wenn es dann vorbei ist, dann möchte ich wirklich einmal hergehen und dem Papa sagen, hey, ich habe eine unglaubliche Hochachtung vor dem, was du geleistet hast, vor allem vor den Olympiamedaillen. Weil ich einfach selber gespürt habe, was man alles mitbringen muss, dass man überhaupt in die Situation kommt, um so etwas möglicherweise machen zu können. Mhm. Und dass man es dann auch noch macht.
das sind so viele Trainingsstunden und jahrelange harte Tage und was weiß ich was, wo du echt blockst. Und da haben wir gedacht, das muss ich ihm einfach mal sagen, dass ich wirklich allergrößten Respekt habe vor ihm. Für das, unter anderem auch. Und dann, zack, habe ich die gleiche Medaille gewonnen, mhm, oder? Im gleichen Bewerb. Also das ist filmreif. Ja, irgendwie schon, ja. Ja. So unglaublich gesehen. Und das sind wir dann auch viel, speziell bei der Siegerehrung, denn wenn du die Hymne so hörst, ist ein unglaublich schöner Moment gesehen. Das denkt man zurück an alles? Oder? Ja, genau. Also mir, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich hab nie, bin nie Olympiasieger. Ja, aber in Hinterstoder hat man die Hymne für dich gespielt. Ja, 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 ist schön. Und da ist mir halt so viel durch den Kopf gegangen, was halt, wo du halt wirklich am Boden gesehen bist oder wo du wirklich durchbissen hast. Also das ist da alles nochmal so im Schnelldurchlauf irgendwie in mir selber abgelaufen. Wie war das dann für dich, wenn Adelboden ja gewonnen und dann Olympiasieger? Sind dann alle dahergekommen und haben gesagt, Johannes, wir haben selber schon gewusst, dass du es schaffen kannst, dass was der die Schulterklopfer, die klassischen. Ja, ja. Also die Meister sind hergekommen und gesagt, ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte nie im Leben gedacht. Es sind auch ein paar gekommen, die gesagt haben, schön, dass du endlich gezeigt hast, dass es wirklich so ist, dass du da vorne mitfahren kannst, weil sie auch daran geglaubt haben. Das sind doch einige gesehen auch. Und bei denen bei den meisten habe ich es auch wirklich gewusst, dass sie daran glauben. Ich meine, dass ich jetzt am Anfang von der ganzen Saison hätte man natürlich niemand gesagt, du gehst mit 3 Medaillen nach Hause nach der Saison. Aber es sind wirklich viele Leute gewesen, wo an mich geglaubt haben, das muss ich echt sagen. Speziell aus meinem engsten Kreis, aber es sind sicher 100-mal so viele Personen gesehen, die sich denken, wenn glaubt das denn endlich, dass es einfach nichts wird, oder? Und denen bin ich aber auch nicht böse oder irgendetwas, sondern... Man kann das dann auch gut einordnen, oder? Wenn man so lange braucht, bis man erfolgreich wird, dann kennt man die Leute schon, wer es ehrlich mal und wer nicht. Und dann ist ja das auch wurscht, oder wenn da wer daherkommt, der was dann sagt, super, Johannes, ich habe selber gewusst, dabei weißt du, der hat selber gedacht, du schaffst es nie. Das ist, oder? Komplett nebensächlich, denn ja. Ja, das ist total egal. Und was ich aber vorrangig das Gefühl habe, dass wirklich zu 99% sich die Leute ehrlich mitgefreut haben mit mir. Also wirklich, da habe ich echt das Gefühl gehabt, die haben eine Gaude gehabt und eine Freude für mich, dass das jetzt also so aufgegangen ist, dass sich die Kämpferei, das Durchhaltevermögen, der Einsatz, dass sich das gelohnt hat. Das habe ich wirklich bei fast allen gespürt, dass das ehrlich eine Freude gewesen ist für sie. Ja. Ja, nach dem Sieg ist ja die Olympiareise für dich weitergegangen. Ich meine, war das dann auch leichter, ein Stück weit nach dem großen Erfolg, dass dann das Slalom eigentlich deine Hauptdisziplin dann war ja gewesen, oder? Vorher machst du schon gut, dann war natürlich viel leichter dann der Rucksack kleiner, was du dann mit hast in dem nächsten Rennen. Auch mit Vize-Olympiasieger. Ja, war dann leichter, oder, beim Slalom? Ja, auf jeden Fall. Es ist... Erwartet man sich dann auch vielleicht schon für den Slalom mehr? Hat sich sogar geärgert, dass du auch nicht gut gewinnst? Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe ja geführt nach dem ersten Durchgang, ja, wo ich dann im zweiten durchs Ziel gefahren bin. Ich habe natürlich gewinnen wollen. Ich meine, ich bin Rennläufer und ich hoffe, das klingt jetzt nicht überheblich, aber wir wollen einfach gewinnen. Ja, wenn du Rennläufer bist und vor allem als Österreicher, wenn du zu den Spielen fährst, dann fährst du nicht um mit zum dabei sein, sondern dann willst du erstens eine Medaille machen und zweitens die goldene. Ob das denn hinkriegst, ist eine ganz andere Frage, aber das ist einfach das klare Ziel, oder? Und im Slalom ist genauso das Ziel gewesen. Und dann fährst du halt über die Ziellinie, schaust auf die Tafel und siehst den Zweier. Und also es ist nur wirklich ein winzig kleiner Moment gewesen, wo ich mir denke, dann, ah! Und dann kommt natürlich wieder Medaille, Silbermedaille im Slalom, oder? Also total verrückt. Und
ich bin auf die Medaille sehr, sehr stolz, weil ich das erste Mal in der Situation bin, dass ich geführt habe auf der größten Bühne quasi und dann gleich ja, das quasi umgesetzt habe, dass ich es auch mit einem guten Ergebnis dann rausschaffe aus der Situation. Und wenn ich anschaue, wer mich da geschlagen hat, dann muss ich auch sagen, kein schlechter, der Clément Noël ist einfach ein verdienter Olympiasieger gewesen, speziell nach dem zweiten Durchgang. Der ist gefahren. Das ist einfach. Es hat einfach gepasst, oder? Und aber man sieht auch, wie schnell sich dann auch die Erwartungen auf einmal umstellen. Ja. Was der, da wirst du Vize-Olympiasieger und fährst über die Ziellinie 6-2 und denkst, okay, leck, Scheiße. Ich wollt. Und vor anderthalb Monaten hast du nicht mehr gewusst, ob du überhaupt ein Weltcuprennen noch fährst. Ja, das also das klingt, geht dann schon schnell. Das geht schnell und es klingt wirklich, wenn man es jetzt so auf der Couch da sieht, dann klingt es eigentlich fast furchtbar. Ja, weil normal musst du ja sagen, ja, hallo Silber, in meiner Situation, was willst du mehr? Und ich hoffe, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch nur als Leistungssportler selber so nachempfinden, dass das etwas Natürliches ist. Und der Ärger, wie gesagt, das ist eine Millisekunde gesehen, aber er ist da gesehen. Und ja. Aber dass man gewinnt oder so ganz vorne ist, muss man auch so denken. Ich glaube auch, das ist normal, das ist nicht irgendwie arrogant oder irgendetwas, sondern das ist einfach der Anspruch, den man als Rennläufer mitbringt und den braucht es auch. Ich habe auch da mit meiner Schwester und mit meiner Mama schon oft über das Thema diskutiert, wenn man irgendwie einen Skirenner angeschaut hat und ein Läufer ist enttäuscht gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, einmal ist ein Beispiel gesehen, da sind zwei Athleten um einen Gesamtweltcup gefahren. Es ist bis aufs letzte Rennen ist nicht entschieden gewesen. Ich glaube, es sind Tanner Fenninger und Dina Maase gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist die eine, die es halt dann nicht geschafft hat, ist halt furchtbar enttäuscht gewesen. Und dann hat jemand so gesagt, ja, so quasi das Verstand jetzt nicht, jetzt hat sie eh so eine super Saison gehabt und so viele Rennen gewonnen. Dann sage ich, natürlich, als richtig, aber die hat jetzt einfach das Ziel gehabt, um den Gesamtweltcup gewinnen. Und hat es jetzt nicht geschafft. Und da ist ja so eine Anspannung, so eine Energie, die man da in sich hat. Und da staut sich ja so viel an, oder? Auf den einen Moment hin, auf das eine Rennen hin. Und dann macht es einen Schnall und der ganze Druck fällt ab ins Positive oder ins Negative. Entweder die haben es geschafft oder die haben es nicht geschafft. Und dass man dann nicht sofort dasteht und sagt, ja, super, alles gut. Ich meine, da kann man keinem böse, oder? Das wäre das Gleiche, wie wenn ich jetzt zu der Franzose sage, die ja, ihr seid nicht Zweiter geworden gegen die Argentinier. Ist ja super. Natürlich sind die am Boden zerstört nach dem Finale und rennen. Und ja, also das normal, glaube ich, ja. Gehört dazu. Ja. Ja, dann ist ja noch die Goldene im Team dazugekommen. Dann fährst du mit 3 Medaillen heim für Peking. Wie hat sich dein Leben verändert? Also, Freunde, Familie, jeder kennt dich auf einmal. Wie war das für dich? Was hat sich alles verändert? Also ich muss sagen, in meinem ganz engen Kreis Familie und Freunde hat sich eigentlich sehr wenig verändert. Bis gar nichts. Also es haben sich alle unheimlich mitgefreut. Mir ist vorgekommen, dass es auch ein bisschen entspannter ist, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre auf ein längeres Trainingslager oder so. Dass es für alle ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen angenehmer ist schon. Speziell für die Mama vielleicht. Mütter leiden halt doch immer brutal mit. Und sie hat halt auch gesehen, dass es mir dann halt wirklich teilweise auch nicht gut gegangen ist, wenn ich halt wieder auf den Deckel gekriegt habe beim Rennen. Aber jetzt kann sie es, glaube ich, auch ein bisschen leichter sehen und denkt sich, ja, er macht seinen Weg und das passt. Und es wird auch gut so, wie es denn kommt. Was massiv anders ist, ist natürlich in der Öffentlichkeit. Leute, die ich jetzt nicht so gut kenne oder gar nicht kennt haben, die nehmen mich jetzt halt auf einmal wahr, wo ich davor halt irgendein Typ gewesen bin, der halt da gerade
im gleichen Restaurant hockt oder gerade vorbeispaziert am Gehsteig, das ist jetzt natürlich etwas anderes. Speziell in Westösterreich habe ich das Gefühl, dass ich ja schon für viele Leute, die sich für den Sport interessieren, einfach jetzt ein bisschen etwas darstelle und auch dementsprechend wahrgenommen werde. Und das habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Also ich habe mir natürlich schon gedacht, dass da sehr viel anders sein wird, dass sich da viel ändert, aber dass es so massiv ist, das hätte man nicht gedacht. Na, Vorbild bist du wahrscheinlich für Führer, weil die Geschichte ist ja nicht einfach einer, du bist Skifahrer und gewinnst die ganze Zeit, sondern der Weg dahin, du bist ja auch vielleicht für voll viele Leute jetzt ein Vorbild, dass man durchhalten soll, dranbleiben, langen Atem, nie aufgeben. Fühlst du dich selber so, bist du jetzt auch so ein bisschen ein Vorbild geworden für viele Leute, glaubst du? Ich denke schon, es haben auch wirklich viele Leute Nachrichten geschickt, auf einen Anrufbeantworter geredet, haben sie mir persönlich schon gesagt, wenn ich Begegnungen hatte, dass ihnen teilweise nicht gut gegangen ist und dass sie aber, wo sie das gesehen haben, haben sie sich gedacht, so, ich kämpfe weiter. Also hast du ja geholfen, in welcher Lebenslage der Mensch dann war, du hast ja mit deiner Reise, hast die Leute inspiriert sozusagen. Ja, teilweise schon, das hat mich dann auch wirklich berührt, muss ich sagen. Ich habe, ja, wenn ich es gesehen, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Monaten hatte ich eine Autogrammstunde in Dornbirn, im Sportgeschäft, und dann sind da mehrere Leute gekommen und haben mir erzählt, was sie für eine Krankheit hatten, dass sie im Krankenhaus gelegen sind. Und dann haben sie das mitgekriegt und das hat ihnen Mut gemacht und Kraft gegeben und Energie gegeben. Und dann denke ich so, das gibt es eigentlich gar nicht. Ich fahre da mit zwei Ski irgendwo in China an Hang an. Und irgendjemand, wo wirklich teilweise ums Überleben kämpft, der gegen Krebs kämpft und was weiß ich, was sie alles für furchtbare Dinge durchmachen müssen, die schöpfen auf einmal Kraft und Mut aus so etwas. Und das ist schon fast ein bisschen unheimlich gesehen für mich, weil du bist eigentlich so auf den Sport und auf das eigentlich unwichtige Skirennen konzentriert, also unwichtig im Sinne von, ob ich jetzt da die Medaille mache oder nicht. Wegen dem geht es keinem Mensch besser oder schlechter danach, oder, auf der Welt. Und dann siehst du auf einmal, okay, durch das gute Skifahrer haben andere Leute irgendwie eine Riesenhilfe gehabt, dass sie eine Lebenskrise meistern können. Und das ist, ja, das hat mir schon bewusst gemacht, dass ich da auch eine Riesenverantwortung jetzt auch mittrage. Cool. Du bist ja gerade auf der Anreise nach Madonna wieder zu dem, wo letztes Jahr die Reise vielleicht so belang gefahren hat. Fährst gerade hin zu dem Rennen. Was sind die Ziele heuer für dich? Nächstes, also die neue Saison, WM steht auch vor dir, der Jänner, die coolen Rennen. Was sind die Ziele? Ich habe natürlich das große Ziel, dass ich da nahtlos anschließen kann, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Das ist sicher eine große Herausforderung, weil ich die Latte jetzt natürlich für mich selber sehr hoch gelegt habe. Hast du mehr Druck jetzt oder weniger? Sowohl als auch. Also ich habe insofern keinen Druck mehr, dass ich das Gefühl habe, ich muss ums sportliche Überleben kämpfen. Der Druck ist weg, Gott sei Dank. Das hat mich schon viel beschäftigt die letzten Jahre. Natürlich ist jetzt extern eine riesengroße Erwartungshaltung da. Und das spüre ich teilweise schon, dass das nicht so an mir vorübergeht, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mich belastet, aber es ist schon ab und zu so, dass ich selber zu mir sagen muss, hey, ist alles gut und recht, was die jetzt alle von dir wollen, aber du hast das und das zum tun, dass du da hinkommst. Ist jetzt aber nicht etwas, wo ich das Gefühl habe, das tut mich jetzt belasten. Natürlich möchte ich bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Da ist jetzt aber mal vorrangig wichtig, dass ich mich gegen meine Teamkollegen durchsetze. Und das wird einmal eine schwere Aufgabe, weil wir wirklich eine starke Mannschaft sind. Dadi ist jetzt wieder zurückgekommen von seiner Verletzung, ist im Training sehr, sehr gut gefahren schon. Der Ötzi ist für mich, nochmal der Fabio Gstrein ist für mich
eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der einmal explodiert. Das ist eine tickende Zeitbombe, der hat absolut das Speed und das Potenzial zum Renner gewinnen. Manuel Feller, wenn wir eh nicht reden, der Blackie, Weltmeister, der Michi hat auch schon mehrere Medaillen bei Großereignissen gemacht, also die Konkurrenz im Team ist groß. Und was vor allem für mich ein großes Ziel ist, dass ich meinen eigenen Weg und mein eigenes Gefühl, das ich jetzt letztes Jahr mir angeeignet habe, dass ich das beibehebe, das ist ein großes Ziel. Ja, wir kommen fast zum Schluss schon. Es ist sehr spannend mit dir zum Reden und inspirierend, auch für mich. Zum Schluss haben wir immer so einen Aussichtsmesser. Das heißt, du erzählst uns jetzt eine Geschichte, was du jetzt noch keinem so erzählt hast. Irgendein Geheimnis für dich, was noch keiner weiß. Gibt es da was? Nein, Geheimnis oder Story, irgendwas Witziges, was Peinliches. Oh. Du hast so eine, ich weiß, ich kann es uns schon erzählen für dir. Nein, aber die brauchst du jetzt nicht sagen. Also wenn es dir wurscht ist, dass ich sie erzähle, dann erzähle ich sie. Ja, erzähl. Also wo ich noch ein bisschen jünger gesehen bin, im Europacup-Alter, sage ich mal, haben wir am Oberjoch Europacup-Riesentorlauf gehabt. Das war vor Sochi. Da bin ich noch kurz ein Rennen gefahren. Europacup war vor der Spiele. Vor der Spiele, ja. Ja, das auch noch. Ja, gratuliere. Ja. Und ab und zu kommen halt dann wirklich die Top-Läufer aus dem Weltcup zum Europacup-Renner und fahren da mit. Und genauso ist es gesehen, da ist der Schörge, als einer unserer besten Riesentalläufer mitgefahren bei dem Europacup-Renner. Und ich bin mit dem Schörge im Zimmer gesehen. Und ich habe ein bisschen etwas an mir, das mich eigentlich furchtbar stört. Ich bin ein Schlafwandler. Und es ist nicht nur so, dass ich dann da so ja, mal aus dem Bett rausgegangen und eine Runde durchs Zimmer drehe, sondern ich kann dann auch wirklich aus Leib und Seele schreien. Und normalerweise, wenn ich wir sind das erste Mal im Zimmer gesehen da. Normalerweise, wenn ich und das letzte Mal. Ja, das letzte Mal. Das tue ich nicht mehr. Das gebe ich mir nicht mehr. Und dort, normalerweise, wenn ich einen neuen Zimmerkollegen habe, dann warne ich den vor und sage, hey, es kann sein, dass ich in der Nacht umeinander schreie und dann alle, ja. Und sage ich, nein, also so wirklich Vollgas. Der Mensch, jetzt geht es Welt unter. Ich habe Angst um mein Leben gehabt in der Nacht. Also. Und genau an dem Tag habe ich es vergessen. Und ich da seelenruhig, ich habe geschlafen, ich kriege das meistens nicht mit. Am nächsten Tag in der Früh fragst du mich, du, hey, was ist eigentlich mit dir los? Und dann ist schon gewisser, oh weh. Jetzt habe ich wieder umeinander geschreit in der Nacht. Und dann hast du mir halt erzählt, dass da Zugang ist in dem Zimmer und dass du jetzt tot gefürchtet hast. Na, das 90er Lackel neben mir liegt, der was er schmolzert, habe ich jetzt mal Angst gehabt, du haust mir gleich eine, was der war. Ja, ich hatte da so ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht gedacht, ach, das darf ich jetzt nicht sehen. Und Gott sei Dank ist das jetzt schon ein bisschen besser geworden. Aber ab und zu passiert es noch, dass es ein bisschen laut wird in der Nacht. Ich hoffe, du kannst mittlerweile wieder ruhig schlafen, Schörgi. Ja. Passt schon. Ja, Johannes, danke vielmals für deine Zeit. Danke auch. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg. Bleib so, wie du bist. Geh deinen Weg weiter. Dankeschön. Danke. Alles Gute. Danke.